Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei Let's Play Another Brick in the Mall. Wir haben beim letzten Mal hier unser Monster Mall quasi angefangen. Wir haben den ersten Flügel soweit vom Grundriss her fertig. Die Lager sind auch schon soweit verteilt. Ich wundere mich allerdings nur, warum das Lager hier so wenig belegt ist. Da müssen wir nochmal bei Gelegenheit schauen, ob wir vielleicht noch weitere Ladezonen einrichten müssen. Wahrscheinlich einfach, weil hier noch nicht so der Bedarf da ist. Würde ich jetzt mal vermuten. Wir haben ja bisher nur diesen einen Laden hier. So, womit wollen wir anfangen? Was haben wir denn hier? Wir haben hier... Wo steht's da? Schulmaterial, Comicbücher, Zeitschriften, Zeitungen und Grußkarten. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viel wir hier jeweils reinkriegen. So an Kassen, an Regalen. Moment, das ist so, glaube ich, doof. Machen wir das mal so. Dass wir mal so einen Musterladen haben. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich mache auch ruhig langsam, wir haben ja durchaus ein bisschen Zeit. Na, Mist, das passt hier nicht ganz so optimal. Ich glaube, die obere Reihe, die müssen wir wegmachen. Ja, so machen wir das. Wir machen die obere Reihe einmal komplett weg. So. Ich würde sagen, das ist eine Einrichtung, mit der ich so grundsätzlich leben kann. Also das passt, das gilt natürlich nur hier für den Rand. Bei den anderen Geschäften muss man gucken, wie man das dahingehend gestaltet. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier den Zeitungsladen hin. So, dann... Also, was haben wir hier? Grußkarten. Nehmen wir mal die beiden. Zeitung. Zeitschriften. Comicbücher. Und Schulmaterial. Zack. So. Dann stellen wir mal zwei Kassierer ein pro Schicht. Erst einmal. Fünf und sechs. So, dann werden die schon mal verteilt. Wir holen uns erst einmal nur einen Lageristen pro Schicht. In der Hoffnung, dass das so reichen wird. Ob das so reicht, sehen wir später. So, dann weisen wir mal direkt das Lager zu. In der Hoffnung, dass das dann auch direkt mit feinsten Waren befüllt wird. Irgendwann mal. Ja, die ersten Lieferungen kommen an. Das ist sehr schön. Ups, Moment. Ich sehe gerade was. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Die beiden müssen raus. Es kommt nämlich da keiner mehr hin. Deswegen, liebe Bauarbeiter, wenn ihr einmal so nett wärt. Dankeschön. Ja, ihr braucht jetzt auch nicht mehr ankommen. Auch wenn es trotzdem macht. So, komm, können wir jetzt auch aufmachen. Ich würde aber sagen, aufgrund der langen Wege sollten wir uns überlegen. Erstmal, warum der Laden hier noch zu ist. Ach, guck, jetzt hat er endlich aufgemacht. Sollen wir uns vielleicht überlegen, ob wir uns hier zwei Lageristen pro Schicht holen. Weil der eine sich sonst wahrscheinlich dumm und dusselig suchen wird hier. Kundentechnisch ist ja jetzt schon voll der Riesenanschub. Es geht noch keine Sau rein. Aber gut, die Regale sind ja auch noch ziemlich leer.
So, was wollen wir als nächstes machen? Ich würde sagen, ein Videospieleladen. Der geht immer. So, Regale. Nein, Moment. Was haben wir gerade gelernt? Unten anfangen. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment, da bin ich wieder ein bisschen weggerückt. Komm, wir machen das auf langsam, weil sonst haben wir immer diese doofen Ruck da drin bei höchster Geschwindigkeit. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Das ist erst seit dem letzten Update so. Und das ist mega nervig. So, erstmal Geschäft. So, wo haben wir denn die Videospiele? Laptops, Smartphones, waren die nicht hier in der Ecke? Nö, anscheinend nicht. Da, zack, habe ich euch. So, dann baut die mal bitte schnell fertig. Alle Regale, das wäre super. Ach, guck an, die ersten Kunden trudeln endlich mal ein. So, dann holen wir mal wieder Kassierer ran. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, Lageristen einmal eingeteilt, zack. Kassierer eingeteilt. Und fertig ist die Kiste. Dann weisen wir noch das Lager zu. So, am Anfang dauert es natürlich logischerweise immer. Wir sollten auch das Geschäft mal benennen. Das füllen wir natürlich jetzt erst auf. So, Videospiele 3. Denn 2 haben wir schon, genauso wie beim Zeitungsladen. Aber da werden wir einen noch einäschern. Das kommt auch noch, keine Sorge. Aber warum ist jetzt hier gerade nur ein Kassierer vor Ort? Steckt im Verkehr. Ja gut, du fängst deine Schicht jetzt erst an. Irgendwie haben wir jetzt noch nicht so hier die großen Kundenzahlen. Warum eigentlich? Weil die alle hier hinten hingehen oder woran liegt das? Da sind auch keine großen Informationen diesbezüglich. Boah. Du hast eine einzige Sache verkauft. Geil. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier. Toll, jetzt fängt er an, hier ein bisschen Umsatz zu machen, oder was? So, wir machen hier mal die komplette Zuweisung weg und löschen diesen Laden. Und bauen hier einmal alles komplett zurück. Ja, bei den Kassen können wir erstmal so stehen lassen, aber die Regale bauen wir erstmal alle zurück. Wenn das leider wieder eine Ruckelarbeit sondergleichen wird. So, immerhin beim Videospielladen kommt jetzt ab und zu mal was. Hier sind jetzt auch schon mal 2, 3 Kunden mehr. Wuhu, nur noch minus 2000%. Yay! Welch Freude! So, ich würde sagen, da müssen wir mal hier den nächsten Laden aufmachen. So. Brauchen wir hier irgendwas bei den Regalen für Klamotten? Ich weiß es gerade nicht, nur für Unterwäsche und so, ne?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Warte mal, wie viele Waren haben wir da? 6 Stück. Wir haben aber 7 Reihen. Ich muss mich mal ganz kurz beim ersten Klamottenladen orientieren. Der war hier hinten. Genau, hier haben wir noch Schuhe, aber die würde ich da jetzt nicht reinnehmen. Ja, eigentlich reichen die Kleiderständer. So, wo sind wir hier hinten? 3, 4, 5, 6. Ich warte mal wieder langsam, weil wegen Ruckelgefahr. So, nee, es passt doch genau. Wir haben jetzt 6 Reihen. Und somit ist doch alles super. So, wir machen hier ein Geschäft draus. Dann weisen wir hier noch Ware zu. Die müssen wir uns einmal suchen. Ich muss sagen, ich finde das hier total unstrukturiert. Das geht nämlich echt ziemlich auf den Senkel. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, alles klar. So. T-Shirts. Hosen. Kleider. Hemden, Jacken und Mäntel. So, Ware wäre zugewiesen. Wir sehen, das Lager füllt sich. Je mehr Geschäfte darauf zugreifen. So, 1, 2, 3, 4, 5 und nehmen wir dich 6. So, 1, 2 und 3. So, auf in die Schichtplanung wie immer. Ich habe mir eigentlich einen höheren, also einen größeren Ansturm erhofft auf unsere neue Mall quasi. Aber irgendwie bleibt der bisher noch aus. Wie schaut's aus? Rechnest du dich wenigstens nicht mal der Videospielladen? Rechnet sich unglaublich. So, das nennen wir mal eben Kleidung 3. Videospiele 3 und hier dann Zeitung 2. So. Aber mittlerweile sieht man hier zumindest mal ab und zu einen Kunden. Es tröstet mich, wenn auch nur bedingt, aber ein kleiner Trost ist es. So, und du bleibst 24/7 auf. Und sobald unser Lagerist hier dann fertig ist, ach guck an, hier wird schon der erste Mantel verkauft, sehr schön. Ja, guck, hier wird doch mal ein bisschen Umsatz gemacht zumindest. Das ist schön. I like. Ja, der Umsatz hier ist sogar noch nicht mal schlecht. Ja, guck, der macht direkt Plus, der Laden. Sehr schön. Du machst direkt Miese, das ist weniger schön. Du sowieso. Du irgendwie ein bisschen kacke bist. Oh, was war denn da? Da hast du auf einmal Umsatz gemacht. Wahrscheinlich, weil Grußkarten kamen. Und jetzt zu Weihnachten kommen wahrscheinlich auch wieder Grußkarten. Jawohl. So, da Weihnachten ansteht, würde ich sagen, sollten wir den nächsten Laden direkt vorbereiten. Hier fehlen noch die Türen, fällt mir gerade auf. Wir fangen hier oben an. Machen hier noch einen Spielzeugladen hin, würde ich sagen. Warte mal, wir machen das. Ja, doch, wir können es so machen.
Nimmt sich zwar dann minimal Platz weg, aber es passt schon. Passt das so? Warte mal. 3, 4, 5, 6. Ja, perfekt. Moment, wir müssten eigentlich einen weglassen. Ja komm, wir machen das so. Ist zwar dann nicht perfekt symmetrisch, ihr wisst ja, ich stehe auf Symmetrie, aber es ist in Ordnung und möge uns so reichen. So, dann weisen wir mal zu. Ein Geschäft. So, die Spielzeuge sehe ich da schon. Perfekt. Regale sind auch fertig. Dann müssen wir hier noch Personal einstellen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, kein Lagerist. 8 und wir machen erstmal 9, das sollte hoffentlich reichen. Aber bei den Lageristen, da müssen wir ein bisschen anziehen. Denn ich glaube, sonst kriegen wir den Laden nicht rechtzeitig voll bis Weihnachten. Und der Ansturm hier wird mit Sicherheit kommen, da bin ich sehr optimistisch. Ich hoffe wieder nicht zu optimistisch, aber das wird sich zeigen. Das ist wahrscheinlich so die Standardausrede eines wahnsinnigen Tyrannen. Die Geschichte wird mir recht geben. So, Laden lassen wir 24/7 auf. Auch wenn es jetzt gerade irgendwie noch nicht so ganz klappt. Aber Hauptsache die Regale werden eingeräumt, dann luppt das schon. Also ich glaube, hier brauchen wir auch mal einen zweiten Lageristen je Schicht. 2 und 3. Ich bin gerade irgendwie... Ah, okay, gut, so. Zack. Zack und zack. So. Es war gerade irgendwie ein bisschen unübersichtlich alles. So, damit sich die Kunden hier wohlfühlen, sollten wir, glaube ich, die Mall auch nochmal ein bisschen mehr einrichten. Bei Gelegenheit. Aber wir müssen erstmal schauen, dass wir die Kunden alle hier rübergezogen kriegen, beziehungsweise neue Kunden akquiriert, weil irgendwie sind momentan sehr wenig Kunden. Jeder fällt mir ein, haben wir noch eine Marketing? Ja, da hätten wir auch schon die Erklärung, wo die ganzen Kunden bleiben. Wir machen zu wenig Marketing gerade. So, das Lager hier ist leer, das ist gar nicht mal so geil. Und schon wieder leer. Sehr schön. So, Weihnachten hat begonnen. Die Verkaufssaison beginnt. Hoffentlich. Oh, wie schlecht dieser Laden hier läuft. Dem einen Laden treten sie immer die Tür ein und beim anderen kommt keine Sau rein. Das ist doch echt zum Kotzen, oder? Hier das gleiche, rennen alle hier oben hin. Anstatt hier hinten. Tja, wenn sie meinen, sollen sie machen. Mir doch wurscht, ihr Lieben. Ach Gott, bald steht schon wieder ein Streik an. Wer diesmal die Müllarbeiter streiken. Das ist ja super. So, hier müssen wir mal Türen machen. Schön parallel. Denn die habe ich alle scheinbar vergessen. Aber gut, so ist das nun mal, ne? So, der Klamottenladen, der dürfte sich ja wohl rechnen. Jawohl, steil nach oben. Du rechnest dich inzwischen auch, aber vermutlich hauptsächlich wegen des Weihnachtsgeschäftes.
Ja, der Spielzuladen, der dürfte sich vielleicht auch bald anfangen zu rechnen. Das wünsche ich mir sehr. Haben wir noch bei irgendwas Bedarf? Oh, bei Spielzeuge. Tatsache. Gut, aber das ist jetzt wahrscheinlich wegen des Weihnachtsgeschäftes. Dass da der Bedarf so in die Höhe geschnellt ist. Ich glaube, wir müssen unsere Geschäfte mehr hier oben konzentrieren, damit hier mehr Kunden parken und entsprechend mehr Andrang ist. So, was wollen wir denn als nächstes machen für ein Geschäft? Wir orientieren uns mal hier. Was haben wir denn hier, was gut läuft? Herrenschuhe und Damenschuhe. Ja, komm, dann machen wir doch hier Damen- und Herrenschuhe. Machen wir mal hier hinten hin. So. Wir nehmen nur wieder das Schema von da. Machen es aber wieder ruhig langsam. Fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Eins, eins, zwei. So, das wird ein Geschäft. So, dann machen wir als erstes ein Damenschuhgeschäft. So, und es soll natürlich auch den passenden Namen tragen. Damenschuhe 2. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ich stelle auch hier mal zwei Kassierer, zwei Lageristen je Schicht ein. Weil wir müssen da echt gucken, dass sie die Regale voll kriegen. Bei dem anderen, das hat ja ewig gedauert. Und ich vermute, da wird ein etwas größerer Andrang sein, als bei unserem Zeitungsladen. Und deswegen gönnen wir uns einfach mal jeweils den zweiten Kassierer. Also du bist dazu gewesen und du kriegst dann das Lager hier hinten, damit alles gerecht verteilt ist. So, logischerweise am ersten Tag schon Verluste gemacht. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Wir haben ja auch nichts verkauft. So, gleich macht der Laden auf. Dann stehen zumindest schon ein paar Schüchchen da. Kommen, fertig werden und zack, da ist der Laden offen. Und wir lassen ihn natürlich 24/7 auf. Eine Sache habe ich hier ganz voll gegessen, fällt mir gerade auf bei der Planung, nämlich Toiletten. Müssen wir vielleicht im Lager hier noch ein bisschen Platz wegnehmen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie und wann wir das am sinnigsten machen sollen. Oder wir könnten im Restaurant ein paar Plätze wegnehmen, weil so der Ansturm ist ja nicht da. Und wenn wir jetzt hier die letzten zwei Reihen rauskürzen, dann könnte man da prima Toiletten hin machen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, die Sachen löschen wir mal. Ich überlege gerade, wollen wir das wirklich hier machen? Ich würde sagen, ja. Entfernen mal diese Objekte hier. Und ziehen dafür eine Mauer hier. Hallo, hier wollte ich auch gerne eine Mauer haben, danke. So, dann machen wir da und da eine Tür. Und dann zuweisen, das wird dann hier Toilette. Ich hoffe, ich kriege den Platz jetzt einigermaßen sinnvoll ausgenutzt.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ups, 1, 2, 3, ja. So, und sobald das Ding steht, wird es hier hoffentlich auch mal, trauen sich mehr Leute hin, weil die auch hier ihre Notdurft verrichten können. So. Und es wird direkt dankend angenommen, sehr schön. So ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann ihr Lieben, tschüssikowski.